Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 unseres LPTs A Growing Skies mit Derby. Hallo. Yay. Derby will sich jetzt um Jetpacks kümmern. Und damit er sich um Jetpacks kümmern kann, und zwar direkt Resonant Jetpacks, brauchen wir Leder. Und um das Leder kümmere ich mich, denn wenn wir Jetpacks und Builders Mod haben, kann ich eine wesentlich größere Menge an Sachen machen. Und die Enderman nerven mich, deswegen muss ich da dringend was gegen tun. Alter, das Geräusch ist so laut. Ist das für euch auch so laut? Ich weiß es nicht. Ich mach's mal leiser in jedem Falle. So. Was wollte ich jetzt? Ach so, ich wollte dir noch was geben. Warte. Da. Das Warpbuch funktioniert zwischen Dimensionen. Kannst also auch jetzt dich in den Nether warpen mit dem Warpbook. Total overpowered. Jo. Geil, ne? Schnell weg wieder. Ja. So. Ich hab jetzt gerade einen Nether Warp. Ja, Nether Warp. Dann nehme ich nochmal einen Soul Sand und pflanze die da drauf. Achso, ich wollte ja noch Building Swarms. Der Swarms machen. Wie macht man nicht in Everwell Skies mit so, wir haben ja Chunk-Loader in der letzten Folge gebaut, oder eher gesagt SP. Und dadurch ist die Farm hier explodiert. Ich musste zwei weitere Iron Chests anmachen. Haben wir schon eine Watering Can? Ja. Ah, jetzt habe ich sie gerade gesehen. So. Es macht total viel. Es macht total viel Sinn, ne? Es macht total viel Sinn. Mit Bone Meal funktionieren Nether Wards nicht. Durch Regen wachsen sie nicht schneller. Aber mit einer Watering Can, da wachsen sie schneller. Das ist Logik. Ja, yeah. Yay. Nochmal, achso, ja, jetzt wahrscheinlich sowieso auf Derby Screen gesehen, aber egal. Ja, mein Builder Sword. Ja. Und wir haben mehr Nether Wards. Die Watering Can ist eines der besten Tools überhaupt. Kann dir noch eine geben? Ja, jetzt brauche ich keine mehr. Jetzt kann ich auch endlich herstellen. Jetzt gebe ich dir noch was. Jetzt bist du beleidigt, oder was? Ja. Wo habe ich jetzt die Doll hingepackt? Achso, die ist in dem Ding. Treasure Doll. Und die kann ich aufwärts zu einer Angry Doll. Und die... Das ist ein Crucible, ne? Ja, das ist ein Crucible. Habe ich dort hinten die Dingens, ne? Ja, habe ich. Und dort jetzt Shift Rechtsklick drauf, ne, Rechtsklick einfach nur. Und dann seht ihr dort Making Blaze, denn wir brauchen eine Blaze Rod. Warum genau wir eine Blaze Rod brauchen, zeige ich euch später, oder gleich in wenigen Sekunden. Werdet ihr es gleich sehen, aber naja. In dem Fall brauchen wir eine Blaze Rod und ich hoffe stark, dass wir eine bekommen. Und ihr Enderman. So. Und ich hole mir jetzt eine Menge Red on. Du klingst manchmal ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, das reicht. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder nass. Ich muss mich jetzt erstmal wieder total an das blöde Warpbook gewöhnen. Ey, ich kann jetzt schon ein Pack machen. Echt? Wo hast du denn das Leder dafür her? Tuberous Jetpack. Ja, gut. Das ist aber nicht so geil. Ja, aber ich ja wir haben den Blaze Rod. Wir haben den Blaze Rod, wir haben den Blaze Rod, wir haben den Blaze Rod, wir haben den Blaze Rod. Und was machen wir mit dieser Blaze Shot? Natürlich. Essen. Ein Brewing Stand. Oh. Mit Essen machst du also nah dran. Und dann zwei Obsidian. Und wo habe ich das blöde Ding hingelegt? Da. Mein Weak Blood Orb brauchen wir jetzt dafür. Und dann haben wir nämlich ein Alchemic Chemistry Set. Und das müssen wir, glaube ich, sowieso für eine Quest machen. Kriegen wir durch das Thema eigentlich Sulfur? Wir haben Kill the Zombie. Kannst du mal Kill the Zombie einlösen? Hab ich doch schon. Hab ich dir auch gesagt. Ach so. Gut, ich hör manchmal einfach schlecht zu. Ja. Anscheinend nicht. Wenn ich zumindest so durchgucke, kriegen wir keins da durch. Kultur. Ist hier kein Railcraft drauf? Hier ist kein Railcraft drauf, deswegen haben wir auch keine... Kein neues Sulfur, deswegen bekommen wir auch so wenig Möglichkeiten für Sulfur. Hast du dein Herz schon irgendwo reingepackt? Hä? Und was? Dein Herz. Ja, ich hab sogar schon verdoppelt. Ich hab schon eins gemacht.
Ach so. Ich muss mich jetzt echt wieder daran gewöhnen, das Workbook zu benutzen. Ich habe bis gerade eben Vanilla Extended gespielt und gerade die letzte Folge Vanilla Extended aufgenommen. Also gerade bin ich fertig mit der letzten Folge Vanilla Extended. Nur damit ihr mal so einen Zeitrahmen habt, wann wir damit fertig sind. Und wann die nächste, wann die erst, jetzt ist gerade, glaube, also jetzt ist, glaube ich, Folge 2 raus. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge rauskommt, ist, glaube ich, Folge 2 von Vanilla Extended raus. Und ich bin jetzt fertig mit einer bestimmten Folge, die ziemlich spät ist. Aber sie ist spät. Und ich bin jetzt fertig damit. Jetzt schon. Also, naja, egal. Ja, aber du kriegst relativ leicht Sulfur. Es gibt eine tolle Möglichkeit, das herzustellen. Du kannst nämlich Netherrack pulverizen und bekommst mit einer 10% Wahrscheinlichkeit Sulfur dazu. Haben wir eine automatische Netherrack-Funktion? Nein, haben wir nicht. Normalerweise machen. Unknown Tinnic Dust, Unknown Silvery Dust, okay. Ich kann auch einfach Kohle pulverisieren, oder haben wir bestimmt auch genug? Würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Riesenstack. Ja, oder Kohle. Hm, Kohle geht auch. Kohle ist genug. Wir haben 1, 2, 3, 4. Das ist halt so die Gewohnheit aus anderen Modpacks. Netherrack hat man in Massen, Kohle hat man nicht. Hingegen hier, Kohle hat man in Massen, Netherrack nicht. Gut, egal. Ich stelle das da keine Chemistry Set mal einfach irgendwo auf. Es ist vollkommen egal, wo ich es hinstelle, denn es wird sowieso bald woanders hingestellt. Und was... Kohle werde ich eh irgendwann brauchen. Denn wir, sobald wir können, sobald wir das Jetpack haben, werden wir nämlich mal komplett umbauen. Dann machen wir hier unten den Weak Blood Orb rein. Und ich glaube, spätestens jetzt könnte man sich denken, was wir machen wollen. Wir brauchen nämlich für den Leather Strap, für unser Jetpack. Übrigens, wisst ihr sicherlich noch, oder haben wir euch sicherlich schon mal gezeigt, man kann direkt einen Resonant Jetpack mit einem Leather Strap bauen. Original kann man einen Resonant Jetpack nur so bauen. Also ihr seht, man kann einen Resonant Jetpack in diesem Modpack mit dem Leather Strap und dem ganzen Kram bauen. Original in jedem anderen Modpack muss man das mit einem Redstone Jetpack, das mit einem harten Jetpack, das mit einem letzten Jetpack und das mit dem Kram craften. Also normalerweise, original aus der Mod, kann man das nur, kann man dieses Jetpack nur die obersten Rezepte benutzen. Die anderen zwei gibt es nicht, oder die anderen Sachen. Nur das oberste Rezept gibt es in dem, in anderen Modpacks normalerweise. Aber in diesem Modpack gibt es zum Glück die Möglichkeit, das direkt aus einem Leather Strap zu machen. Und dann denken wir uns natürlich, wenn nicht jetzt, wann dann, sofort das beste Jetpack. Ne, Derby? Ja, eigentlich voll Protz, voll Protz, ne? Ja, ganz ehrlich, ganz oder gar nicht. So, jetzt kann man das ganze Eisen raus. So, warum auch immer ich ein Wasserbucket im Inventar habe, es ist ein wunderschöner Zufall. Mobfarm. Ich brauche 6 Rotten Flash. Home, nee, Maschinen. Ich weiß nicht, was ich für Sachen im Inventar habe. Also weißt du, was ich genau, wir müssen die gesamten Warp Points alle umlegen, wenn wir wenn wir was machen. So, und jetzt seht ihr nämlich folgendes. Er stellt Leder her aus dem ganzen Kram mit dem Weak Blood Orb. Nun ist natürlich die Frage, was ist der Nachteil? Es kostet 200 LP. Und wie viel LP ihr habt, habe ich... Was ist, warum habe ich jetzt den letzten Energy Cell Frame? Hab ich dir gegeben, ich brauch den Inventarplatz. Ach so. Seit wann habe ich einen Magneten? Ach so, du bist wahrscheinlich zu mir gelaufen, ne? Ja. Hilfe, ich spiele zu viele andere Modpacks. Oder eigentlich nur weil der Extended. Divination Sigil, da. Also dort seht ihr, wie viel LP ich habe. Ich habe jetzt gerade 800 LP. Wenn ich jetzt den Weak Blood Orb da wieder reinpacke. Wenn ich fertig bin, werden wir kein Eisen mehr brauchen. Dann brauche ich jetzt eine Wassereimer. Schmeiß da wieder rein. Übrigens wird dessen LP abgezogen, dem der Blood Orb gehört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Derpys, oder wenn Derpy meinen Blood Orb jetzt nehmen würde. Also wenn Derpy jetzt diesen Blood Orb nehmen würde. Warum und liegt da einfach ein Obsidian rum, neben der Erdproduktion? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist doch voll. Ach so, das habe ich da hingesetzt. Das gehört dahin. Das war zum, als ich mich runtergebaut habe mit dem Makro, damit ich nicht drunter baue durch den Cobblestone durch und runterfalle in den Void. Dafür hast du jetzt also eben den Obsidian gebraucht.
Nein, das war für den Alchemical Chemistry. Der Block war schon wesentlich ein paar Folgen früher. So, also jedenfalls, wenn Dörpe jetzt mein Blutorb nehmen würde und den da reinstrecken würde, würde halt trotzdem meine LP abgezogen werden, weil es um den Current Owner geht. Also das war demjenigen, der bei Current Owner steht, werden LP entzogen. So, ich glaube, das ist richtig Das heißt, ich muss formuliert. hier einfach das Ding klauen und ich kann dich töten, wenn ich will. Nein. Schade. Das ist nicht ganz korrekt, denn wenn du das rechts klickst, dann verreckst du da dran und gibst mir noch LP. Aber du kannst es irgendwo What? reinpacken, wo es LP braucht, und dann bekomme ich Nosh hier. Das ist natürlich irgendwie blöd. Guck an, wie hoch der Turm ist. Leicht hoch. Und ich bin noch Also nicht fertig, ich hab noch ein Stack. ich habe 6 Lever. Ich brauche noch mal mehr. Ich sehe Mehr Lever. Wolken. Warte, es gibt Sulfurwolken. Stimmt, die kann man auch benutzen. Im Nether kann man die abbauen. Ach, nur im Nether. Ja, die gibt's nur im Nether. Soll ich Wolken mitnehmen? Ich habe hier ein paar. Ich glaube, ja, es ist eine Quest. Oh, Nicht, scheiße, ich habe keine Mann! anderen Blöcke, um mich rüber zu bauen. Hab eine Orgel. 3, ich brauche Slatzbacke. 3. Wir brauchen ja mehr als, wir brauchen ja 8 insgesamt. Brauchen wir meine Fresse. Wie oft kann ich mich eigentlich noch verklicken? Flint. Wann ist endlich die scheiß höchste Bauhöhe erreicht? Und nochmals 100 LP weniger. Ihr seht, die werden langsam abgezogen, aber ich habe ja zum Glück genug. Oh, Bin haben auf wir der noch höchsten mehr Lever. Bauhöhe. Bin auf 256. Mach ich ein paar Iron Ore Gravels runter. Guck mal an den Turm. Rechts. Au! Ah, es hat weh. Ah, ach so, ah. Ich bin mir Ich voll auf sehe den Kopf deine. gefallen. Die Ja, sind mir stell total dich auf den bitte Kopf dahin. gefallen. Hehe. Meine Minimap flackert jetzt, weil ich gerade den PIP aufgemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich den überdecke mit Derbys Video, aber ich sehe das jetzt gerade, was Derby macht. Ah, lustig. So, also, ich halt das Leder, was du brauchst. Ja, Seele. Wie viel? Ich brauche 8. 8 Stück. Ich kann zählen, du. 2 mal 4 sind 8. Ich Echt? Du kannst kann. zählen. Ja, ich kann zählen und ich kann sogar mal 2 rechnen. Oha. Aha. Gibt aber keine höhere Zahl als 3. Im Trimersystem? Nein, so heißt es nicht, ich weiß. Aber Ich gibt's sehe da. schon die Mob-Farm. Obwohl, die haben schon früher gewonnen, aber trotzdem. Und wir haben endlich einen Bilder-Spawn. Ich freue mich total. Warte, muss ich mich nach dem Gravel noch hochbauen? Keine Ahnung, weiß ich nicht warum. Wir haben auch so schon genug. Ich habe keinen Inventarplatz. Ich schmeiße mal was runter. Schmeiße die runter. Ich schmeiße zwei Broken auch runter. Oh Mann, jetzt habe ich auch wieder Slowness. Mach ich da noch runter? Vier Äpfel. Ich will deinen ganzen Dreck nicht. Brauche aber Inventarplatz. Oh, mir fällt gerade auf, was ich viel früher machen hätten können. Derpy überlegt. Nee. Piep. Das ist nicht gerecht, das ist keine gerechte Derby-Haltung. Ja, das ist ja Derpy überlegt. Piep. Überforderung. Alte Modemgeräusche hier einfügen. Error. Ja, so Modemgeräusche, weißt du? Beep. Piep. Gott, ich kann das nicht. Dahinter liegt noch was. Ist auch noch von dir. Ich habe jetzt Mach das Jetpack, mach Stack das Jetpack, mach Iron das Ore Jetpack, mach Sand. das Jetpack, mach das Jetpack. Ich muss dafür Eisen schmelzen.
soll ich das reintun? Hier in die Kiste. In Hopper. Oder in die Kiste, ist vollkommen egal. Okay, also mal in die Kiste. Ja, so ein paar Stacks Iron Ore Sand. Also. Ich hab keinen Bock, mich nochmal aufzubauen. Wo kommt der Zombie her? Keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen egal. So, gib mir das Leder. Da ist der Stoff. Ich hab noch Stoff. Den Stoff. Und perfekt Sulfur. Der Stoff. Es ist Leder, verstehst du? Oh Gott, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Alles gut. Gut, wir haben genug Sulfur. Ihr braucht mich nicht umbringen, ich höre schon auf. Doch, ich will aber. Los, Attacke. Also wenn Derpy jetzt was Interessantes macht, ich cutte mal ganz kurz und mach mal was Derpy hoch und mach mal Derpys Fenster hoch. Yeah. So. Derpys Fenster hoch. Ich crafte hundertprozentig interessant. Ja komm, es ist interessanter, wenn du craftest, als wenn ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Ore Gravel nehme und das gleiche mache, was du gerade getan hast. Weil wir das ehrlich gesagt überhaupt nicht nötig haben, bei den Mengen an Kram, die wir haben. Nämlich auch nichts weiter als craften jetzt. Sorry, meine Mama war gerade drin. Ah. Nein, ich muss sie nicht ausmachen. So. Aha. Ich hab doch gesagt, noch nicht. Meine Fresse. Aha. Fick dich. Aha. Streichel dich gleich. Kannst wenigstens. Oha, ich hab genau 2 Ember. Ich bin gut. Warte, was? Ich bin gut. Hat richtig gehört? Willst gut sein? Das geht doch gar nicht. Kein Paradoxon an sich. Ja gut. Das traue ich dir jederzeit zu. Aber gut, im PvP zu sein ist bei dir nichts Besonderes. Bäh. Net. Silber hat auf kein Gold. Zinn und Aluminium hat auf kein Kopfer. Nickel hat auf kein Eisen und Platinum. Das und das muss noch draußen bleiben. Ich brauche ja 2 davon. Ich glaube, ich kümmere mich mal darum, dass wir ein bisschen Gravel, Sand und Clay zusammenbekommen, um uns die nächste Smeltery zu bauen. Wir brauchen ja noch mehr als eine Smeltery. Wir brauchen eine größere. Nein, wir brauchen 2. Eine für die eine Reihe an Erz und eine für die zweite Reihe, damit keines von denen zusammen reagiert. Dom? Ja, genau. So, also ich brauche Gravel und Clay. Bin ich jetzt eigentlich oben? Warum ist da Cobblestone drin? I don't know. Ich muss jetzt erstmal einen Induction Smelter machen, weil den brauche ich. Kann ich besser Inver herstellen. Da hast du recht. Schon wesentlich einfacher. Ich hab keinen Bock, das über die Smeltery zu tun. Gravel, ich hab Gravel. Nochmal, wie viel kostet Grout? I am Grout. Brauch aber dafür 2 Inver, toll. Hier brauche ich für jedes. Das heißt, ich brauche einen Stack. Wo ich das weggemacht? Das Gold und Eisen. Noch ein Gold. Und Glas. Ich hoffe nicht, aber hier haben wir Glas. Ja, genau. Geil. Okay. Stack Gravel. Den baue ich mit dem Hammer ab. Was hast du tun? Wenn Derpy sinnvolle Dinge tut. Das zu tun. Hä? Gibt's ja eigentlich schon den Belt? Hä? Mann. Tinkers, ich bin enttäuscht von dir. Okay, ich war richtig. Sand, mach schneller. Hä? Was? Der Sand hat gebuggt. Der Sand hat gebuggt. Ach so. Gesundheit. Hast du zwar den Hammer noch?
Was für ein Hammer? Den Dingenshammer, Exnilo-Hammer. Du Grapple machen kannst. Hast du den? Ach, das ist der Forge 3 Hammer, ja. Den bewahre ich lieber auf. Hä, wir haben doch noch einen. Ja, wir haben zwei davon, aber die muss man deswegen auch nicht verschwenden. Ich will ja nur Gravel zu Sand verarbeiten, da braucht man kein Fortune für. Dann nehme ich lieber einfach ein LED. Wir haben zu viel Eisen. Ja. Ich bin überlegen, ob ich eine Goldchest machen soll. Ja, die war das. So, jetzt brauche ich nur noch Leertaste gedrückt halten. Ich mag Makro-Tasten. Also nicht Makro, sondern einfach frei programmierbare Tasten mag ich. Nicht mal Makro-Tasten, einfach frei programmierbare Tasten. Die habe ich jetzt so programmiert, dass sie nicht ein-aus, sondern einfach nur ein macht und nie aus. Und deswegen ganz praktisch. Ich brauche für alles Ember. So, jetzt erstmal was fressen. Sonne senkt sich, neigt sich dem Horizont. So, auch das geht automatisiert. Kann aber gemütlich was dabei trinken. Arschen. Okay. Oha, weißt du, was ich ohne hier um irgendwas zu brauchen machen kann? Ja. Warte. Pneumatic Servo. Wow. Aber auch nur einen. So, einen. Jetzt habe ich genug. Ich brauche insgesamt 8. Ich brauch Glas. Geh weg! Bam! Every Sand. Ich hab grad ein Stack verbraucht. Für was? Grout. Da. Oh. Ich brauch doch Sand. Also zwei Stacks Grout. Ich brauch Glas. Glas haben wir noch. Ja. Und hast du das auch schon alles verbraucht? Ich hab das schon verbraucht. Wir hatten nur 6. Oh. Meine Freze. Ich mach noch. Das finde ich gut. Kann ich erstmal. Derpy scheucht mich hier durch die Gegend. Sonst bin ich immer derjenige, der Derpy scheucht, jetzt scheucht Derpy mich mal. Lauf. Wenn Derpy schon nicht selber hochlädt, dann kriegt er trotzdem den großen Bildschirm. Ach ja, ich liebe einfach Makro-Tasten. Es ist unglaublich, wie toll sie sind. Also wenn ihr eine Maus haben solltet, die keine Makro-Tasten unterstützt oder so, dann... Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr arm seid, aber ihr seid arm. Nein. Wo ist das? Ach, really, nicht mehr. Wenn man sie nicht hat, kann man... Wenn man sie nicht hat, dann vermisst man sie nicht. Hat man sie einmal gehabt, vermisst man sie, wenn man sie nicht hat. So ist es ungefähr. Ich nehme zum Teil tatsächlich meine Maus mit, wenn ich irgendwo anders hingehe. Einfach weil ich es so hasse, wenn die Mäuse dort so schlecht sind. Auf meiner Maus habe ich meine Makro-Taste direkt gespeichert. Das Beste ist, wenn ich die Makros auf der Maus speichere, kann ich sie von der Maus direkt benutzen, ohne den Treiber installieren zu müssen, den man sonst machen muss. Also ohne diese Set, nee, nicht Setpoint, sondern Logitech Gaming Software installieren zu müssen. Und da bitte, Derby, denke ich dir. Sand. Also ohne eine extra Software runterzuladen, weil ich habe ja eine G502 Prototype Core. Und die, da kann ich auch. Ja,
Das wollen manche Leute wissen, also komm. Voller Ich habe eine Preis, Mann. Logitech-Maus. Ich habe eine freiprogrammierbar fähige, nee, eine Maus mit freiprogrammierbaren Tasten, der einer speziellen Software bedarf. So, zufrieden? Ja. Gut. Enderman. So, jedenfalls kann man da halt auch die Makros drauf speichern. Kann ich einfach die Maus abmachen, woanders hinnehmen, auf einem Computer, wo die Software nicht drauf installiert ist, kann die Maus dort trotzdem mitsamt den Makros benutzen. Einziger Nachteil, ich muss die Taste mehrmals klicken, wenn das Makro mehrmals funktionieren soll. Was bei schnellen Makros doch ein bisschen blöd ist, aber es ist mir immer noch lieber, als wenn ich das jedes Mal bei jedem neuen Computer neu konfigurieren müsste. So, wir bekommen was Eisen, was Silber, meistens von allem. Wir brauchen ein ME-System. Machst du das ME-System? Mache ich das ME-System? Das hatten wir irgendwann schon mal geklärt, ne? Das solltest du machen. Was würde ich nämlich sagen, wenn wir unsere Base ein bisschen umstrukturiert Oder haben? ich sollte das Anfang machen mit den Terminals und halt das Basic und du sollst den Rest machen. Ja, stimmt, ich glaube, so hatten wir das. Hier ist Also eine hier müssen wir Kuh. die Jetpacks. Würde ich mal sagen, du hast 4 Minuten, um Da die sind auch Jetpacks noch zwei Kühe. aufzubauen, ne? Ja, toll. Und? Ja, einsperren. Hast du ein Lasso? Ich hab Weed. Smoke Weed every day. Ja, komm. Weed ist altmodisch. Smoke Oder Cokes meinst du every nicht day. Weed? Ach, du meinst tatsächlich Weed. Du meinst tatsächlich Weizen. Es kommt, dumme Kühe. Willst du mich Verarschen. verarschen? Komm mit. Bei Fuß. Es gibt dumme Kühe und es gibt die hier. Haben wir Gastränen? Weiß ich An Gastränen. Auch aus dem Ex-Nihilo-Sieg mit Soul Sand. Wir müssen dringend anfangen, Soul Sand zu siffen. Brauchen mehr Nein, Produktion. ihr sollt nicht rausgehen, ihr Behinderten. Helft ihr mal ein bisschen. Ach komm. Nimm was Weed. Haben wir LED? Haben wir eine LED? Die Konnektoren ist eine LED, oder kann man sich eine LED ein bisschen mal craften? Ja! Das ist ein Tinkers Construct-Effekt, glaube ich. Können wir das auch? Mobfarm. 1, 2, 3, 4. Und ein Slimeball jeglicher Art. Ho. Haben wir ein Slimeball? Das ist natürlich die nächste Frage. Los, Kuh. Ja. Ja, eine ist drinne. So, Kuh, komm mal her. Was, wenn ich rauslaufe? Schlecht. Hast du die Kuh gerade wieder weggeschaut? Die wollte gerade reingehen. Du musst Eingänge übrigens immer zwei groß machen. Scheiß auf die Schafe werden sterben. Hast zwei übrig. Nein. Schafe regen mich auf. So, das reicht. Du musst sterben, du bist dumm. Du bist genauso dumm. Warum hast du jetzt die Schafe getötet? Weil die mich abgefragt haben. Die haben mich schief So, machst du angeguckt. jetzt noch das Jetpack? Ich schaff das Oder jetzt bist du nicht mehr. kurz vorm Ende? Ich schaff das jetzt nicht mehr.
eine sinnvolle Sache, diese Folge geschafft haben. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Du kannst schon mal ein Dario herstellen. Oh, toll, wir haben noch nichts für Enderium. Du hast immerhin schon mal einen Energetic Infuser. Haben wir denn auch schon einen Induction Furnace? Ich habe Ja, einen was denn? Induction Smelter. So, ich wollte Ja, ja gerade noch Kabel nein. suchen. Also einen Induction Smelter hast du. Soll ich schon mal den Magma Crucible dann herstellen? Ja. Den Fluid Transposer? Expansion. Magma Crucible und Fluid Transposer. Der Mag nee, das ist der Glacial. Fluid Transposer ist das und Magma Crucible ist der da. Habe neue Kabel. Selfray, Copper. Oh Gott. Copper. Gold. Eisen. Wobei man mit den Dingern ja auch Slurry auch mit. Alle mit Dunkelkraft, genau, alle mit haben wir nicht. Dann noch ein bisschen Redstone. Arms. Wo haben wir auf einmal so unglaublich wenig Redstone? Jetzt wird erstmal hergestellt. Ich habe alles. Wie viel brauchst du? So. Was hast du hergestellt? Hier, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Ingwer. So, du hast jetzt erstmal den Dungeon Smelter gemacht. Ja, gut. Bei wem Also ich brauche brauchst noch mal so, wie viele Redstone hast du? Gib mir einfach einen Stack, wenn du mehr hast. Jetzt habe ich noch Ja gut, zweiundfünfzig. das ist vollkommen ausreichend. So. Ich will auch in der Folge ein bisschen produktiv sein. Eben, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Eigentlich sind wir schon am Ende der Folge. Hast du Glas noch? Ja. Einen halben Vor Stack mir. oder so. Zack. Zwei Machine Frames. Boah, wie man den Workshop einfach gewohnt wird. Ich weiß, ich habe das gehört übrigens, dass da gerade ein Kommentar kam, aber es interessiert mich gerade einfach nicht. Kommentar. Transposer habe ich. Magma Crucible wird schwieriger. Da brauchen wir nämlich mehr Netherrack. Netherrack geben zwei Netherbricks in der Induction Smelter mit Soul Sand. Das ist auf jeden Fall besser. Als das. Also normalerweise müsste man 8 Netherrack haben, so braucht man nur 4. Da würde mich total, dass mich jetzt noch wieder irgendwelche nutzlosen Sachen fragen, während ich auch noch Agrarian Sky spiele. Ich hasse solche Leute. So, jetzt mache ich noch eine Menge Elektrum. Dann, ich warte gerade, ob mein letztes Netherrack fertig wird. Wir haben fast 64 Stacks Obsidian. Oh, mach die Barrel Fall, danke. Dann habe ich mein zweites Netherrack. Damit kann ich jetzt an den Dungeons wieder kurz dran gehen. Ich darf noch mal ganz kurz an den Elektrum unterbrechen, oder? Ja, solange du es danach wieder rein tust. Zack, zack. Das zusammen sollte nämlich jetzt einmal direkt zwei Netherbricks geben. Sehr schön. Ja, davon, ich brauche eine Menge So, davon. dann habe ich nämlich alles, was ich brauche für ein Magma Crucible. Damit müssen wir dann auch schon die Folge beenden, sonst wären wir viel zu lang. Warte. Machen wir in der nächsten Folge die Jetpacks fertig.
mal Crucible. Droppen. Mit Transpose. Alter, ich hab nicht genug Inver. Gut. Output, haben wir eine Fluid Transport Pipe dazwischen. Product. Ich brauch echt viel Inver für das eine Zeug hier. So. Also ich würde sagen, dann machen wir Schluss, oder? So, mal Folgenende. Machen wir die nächste Folge das Jetpack und das Imperium fertig. Nur das hier zu lang. Ja. Okay. Ja? Also würde ich sagen, dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal da hochlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao. Würde ich sagen, schaut bei Derby vorbei, wenn ihr nicht aufgehört hättet. Also einfach nur tschüss, ne? Tschüss.